Servus zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode bzw. der letzten Episode des FIFA 17, ach du meine Güte, es geht schon wieder los hier, Rating Breakdowns. Ja, wir sind angekommen bei den Top 10 Spielern, mittlerweile alle veröffentlicht, und wir sehen es hier schon: Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale und Luis Suarez sind Teil des Countdowns und wir wollen uns heute nochmal genau diese Karten angucken. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, Links zu den Social Media sind in der Videobeschreibung, schaut auf jeden Fall vorbei, eventuell auf FIFA 17 vorbestellen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Über meinen Amazon-Link würde ich mich drüber freuen. Und ohne weiteres Rumgelaber kommen wir zur ersten Karte. Und das ist David De Gea. 90er Rating, das heißt der zweitbeste Keeper im Spiel. 88 Diving, 90 Reflexe, 85 Ballsicherheit und 85 Positioning. Sehr, 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 sehr stark, gar keine Frage. Und in meinen Augen, wie gesagt, momentan eventuell sogar auf einem Level mit Neuer. Aber auch das 90er Rating ist vollkommen in Ordnung. Sieht sehr, sehr stark aus. Dann der zweite ist Robert Lewandowski. Leider keine Forster-Skills, genau wie letztes Jahr. Aber 81 Tempo, 87 Shooting, 85 Dribbling, 82 Physis. Für mich hätte man auch 89 Shooting geben können, aber ansonsten sehr, sehr nice Stats. 90er Rating ist gerechtfertigt. Ich weiß, dass ich was anderes predicted habe, aber man kann natürlich auch so argumentieren, dass er einfach der Top-Torschütze der Bundesliga war. Bei der EM, ja gut, da war er nicht so krass, aber trotzdem ist er einfach ein Mega-Stürmer und dementsprechend die 90 im Nachhinein betrachtet gerechtfertigt. Tut mir leid, dass ich da was anderes eingeschätzt habe, beziehungsweise ja, ein bisschen zu, ich sag mal, passiv beziehungsweise negativ über ihn geurteilt beziehungsweise bewertet habe. So, Jerome Boateng, 90er Bewertung, wissen wir ja bereits, der höchstbewertete Innenverteidiger im Spiel und das auch vollkommen zu Recht. Kranke Saison gespielt, krasse WM EM gespielt und auch gut in der Champions League gewesen. Ist einfach momentan der beste Verteidiger der Welt, in meinen Augen auch, und von daher verdient. 90 Defending, 85 Physis, 79 Tempo, das sieht einfach richtig, richtig geil aus. Da steht auch Real Warrior, ein richtiger Krieger und ein echter Krieger, und das ist er, und ich freue mich extrem darauf, wenn ich diese Karte mal spielen sollte. Ja, egal, das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ihr merkt schon, heute geht es ein bisschen schneller. Es liegt einfach daran, dass die Ratings hier am Ende relativ klar schon waren, wir teilweise sie schon vorher gesehen haben. Und auch nicht wirklich irgendwie Ratings sind, über die man groß diskutieren müsste. Zlatan Ibrahimovic, leider Gottes wieder eine Forster-Skills. Ich habe auf Twitter schon gemutmaßt, er hat 5 Sterne, weil ich da einen Screenshot gesehen habe. Das war anscheinend ein Fake-Bild, wie man offensichtlich sieht. 90 Shooting, 85 Dribbling, 86 Füße, 81 Passung, 72 Pace. Das ist sehr, sehr stark. Leider, wie gesagt, kein 5-Star-Record oder 5-Star-Skills. 5-Star-Skills hätte er sich in meinen Augen verdient. Aber gut, im Endeffekt trotzdem eine kranke Karte. Und ich denke mal, da wird die Premier League nochmal ein bisschen aufmischen. Ist in meinen Augen, ja, zu Recht auf einem Level mit Lewandowski, kann man schon so sagen. Absolute Legende jetzt schon. Ich bin gespannt, ob er die Premier League auch die nächsten Monate noch weiter so aufmischen wird, obwohl er 35 Jahre alt wird. Gareth Bale ist dann die nächste Karte. 90er Rating, 94 Tempo, 86 Dribbling, 87 Shooting, 84 Passen, 76 Physis. Physis hätte ich persönlich ein bisschen höher gepackt. Ich weiß nicht, warum das nur 76 ist, aber ist in Ordnung. Weakfoot passt auch einigermaßen. Da können wir eventuell mittlerweile sogar schon auf 4 gehen, aber bei Ronaldo müssen wir noch auf 5 gehen. Von daher sind 3 auch okay. Forster Skill Moves ist auch vollkommen okay. Das Ding ist bei Bale, das haben auch viele andere gesagt, ich sehe es persönlich nicht zwingend so, aber er sollte zumindest näher an Neymar dran sein, denn wir werden Neymar noch sehen, und Neymar hat eine 92, Bale hat eine 90, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, ich habe von vielen gelesen, Neymar sollte nicht höher bewertet sein als Bale, weil Bale so eine krasse Saison und so eine krasse EM und so ein krasses Jahr allgemein gespielt hat. Kann ich in gewisser Weise zustimmen, ich sehe Bale auch auf einem Level mit Neymar, aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass er das gleiche Rating bekommt, weil, weiß ich nicht, schreibt mal eure Meinung rein, ich finde es auch so in Ordnung mit 92 für Neymar, 90 für Bale, aber wenn die beiden auf einem Level wären, wäre es natürlich noch ein bisschen idealer, aber naja, das ist halt FIFA im Endeffekt. So, wir kommen zur Nummer 5 und das ist Manuel Neuer, ebenfalls mit einem 92er Rating. Der, ja, bestgesetzte Torwart im Spiel, 89 Diving, 89 Reflexe, 90 Ballsicherheit, 95 Abschlag, das ist krank. Und 91 Positionsspiel, er ist der beste Keeper im Spiel. Er ist für die meisten der beste Keeper der Welt. Für mich ist er zumindest ja auch in den Top 3. Und von daher, ja, muss man nicht viel zu sagen. Sieht an einer sehr, sehr starken Karte aus und ich denke, da kann er irgendwie nicht zufrieden sein, vor allem die 95 Kicken und 60 Tempo, das ist sehr, sehr stark für einen Torwart, da kann man absolut nicht meckern, der dürfte wahrscheinlich sogar als Stürmer einigermaßen gut spielen, so wie diese Karte aussieht. So, der nächste ist dann die Nummer 4 und das ist Luis Suarez, könnte auch die Nummer 3 sein, genauso wie Neuer, denn sie haben das gleiche Rating wie in Neymar. 82 Base, 90 Shooting, 87 Dribbling, 79 Füße, 79 Passen, ich würde Passen sogar ein bisschen höher nehmen bei Suarez, aber ich will jetzt da nicht wirklich weiter drüber reden. Forster Skills und Weakfoot sieht sehr stark aus. Ich bin absolut kein Fan von Suarez, ich kann ihn auf den Tod nicht ausstehen. Ich habe den Kerl schon bei Liverpool nicht gemacht, vor allem aus seinen ganzen Bissaktionen und so weiter und so fort, auch bei der WM gegen Chiellini. Ich kann den wirklich nicht leiden, aber er ist einer der besten Stürmer der Welt, er ist unglaublich gut. Und von daher, ja, die 92 gerechtfertigt, kann man absolut nichts zu sagen. Dieses Jahr ist er einfach nur der krasseste Stürmer überhaupt.
Ja, wenn man sich die letzte Statistik mal anguckt. So, Neymar, Lionel Messi und Ronaldo, das sind die letzten Spieler, die wir hier haben. Und wir wissen ja bereits, wie die Reihenfolge ist. Neymar ist auf Platz 3 gelandet. Und zwar mit 95 Dribbling, 84 Shooting, 91 Pace. Ja, ist in Ordnung. 56 Füße ist auch in Ordnung. Ich hätte ihm auch ein bisschen mehr Passen gegeben, ehrlich gesagt, als 78. Aber ich weiß nicht, was Jay-Z dabei gedacht hat. Er hat wieder ein 5-Star-Weakfoot, 5-Star-Skills. Kann ich, wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass Ronaldo nur 4-Star-Weakfoot hat, nicht nachvollziehen. Für mich ist Ronaldo auch beidfüßig. Aber gut, da hat Jay wahrscheinlich einfach keinen Bock drauf. Oder es ist ihm zu anstrengend, das jedes Jahr zu ändern. Genauso bei Ibra nochmal 5-Star-Skills zu machen. Aber 91 Tempo, 95 Dribbling, was willst du mehr? Sieht an der Krankenkarte aus. Und er hat seine 92 auch in gewisser Weise verdient, kann man ja nichts anderes zu sagen. Hat letzte Saison krass gespielt, hat immerhin jetzt die Copa nicht gewonnen, aber Olympia. Und ja, ist auf jeden Fall der beste Spieler der Welt. Von daher kann man das auf jeden Fall so rechtfertigen. Jetzt wird's interessant, beziehungsweise jetzt wird's krass, denn Platz 2 ist Lionel Messi. 93er Rating, schon blonde Haare und Bart, also ich kann eigentlich, sorry, ne, also ihr wisst eventuell, ich bin allgemein kein besonders großer Fan von Messi, aber ich finde, das sieht so hart scheiße aus, ne, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde dieses blondiert, was ist denn, warum ist das jetzt der Trend? Warum macht man sich die Haare oben blond? Also das ist, oder allgemein, warum färbt man sich als schwarz, also verstehe ich nicht. Vielleicht könnt ihr es besser nachvollziehen. Ich finde, das sieht bei allen irgendwie total bescheuert aus. Und ja, kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Aber gut, 89 Pace, 96 Dribbling, 90 Shooting, 86 Passen, 61 Physis, sieht okay aus. 4-Star Weakfoot kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Messi ist mit rechts nicht so gut wie Ronaldo mit links. Aber das ist halt so eine Sache. Wisst ihr, diese Grenzen sind recht fließend. Man kann nicht sagen, der ist... Also bei Ronaldo reicht es anscheinend nicht für 5-Star Weakfoot, bei Messi reicht es aber wahrscheinlich gerade so zum 4-Star Weakfoot. Bei Ronaldo ist wahrscheinlich knapp an der Schwelle zum 5-Sterne und bei Messi an der Schwelle zu 3-Sterne. Aber ja, an sich die Karte sieht krank aus, gar keine Frage. 96 Dribbling, unglaublich stark, 90 Shooting passt auch. Ja, kann man sich absolut nicht drüber beschweren, ich denke mal, das passt auf jeden Fall. Aber er ist nicht der Bestbewertete und das erste Mal, seit es Ultimate Team gibt, glaube ich. Denn der Bestbewertete ist Cristiano Ronaldo mit einem 94er Rating. 4-Star Weakfoot, 5 Sterne Skills, 92 Tempo, 92 Shooting, 91 Dribbling, 80 Physis und 81 Passen. Sehr, sehr starke Werte. Ja, er ist dieses Jahr höher bewertet als Messi. Daran kann man sehen, die letzten Jahre war Ronaldo, wahrscheinlich weil er Weltfußballer ist, weil er die EM gewonnen hat, weil er Champions League gewonnen hat und so weiter und so fort. Messi hat nur die Liga gewonnen und den Pokal. Man hat die letzten Jahre immer gesehen, Messi war, selbst wenn er nicht Weltfußballer war, der höchst Spieler und da war es oft schon so, dass man gesagt hat, hey, das ist doch irgendwie ein bisschen komisch, aber jetzt ist er aus dem Vertrag mit EA raus, ist ja unter anderem bei PES jetzt auf dem Cover und zack, ist Ronaldo der Bestbewertete, ja, also wahrscheinlich lag es wirklich an diesem Vertrag, dass Messi immer der höher Bewertete war, im Endeffekt sind die beiden sowieso auf einem Level, man könnte die beiden beide auf 94 packen, das wäre eigentlich das Gerechteste, ihr wisst, ich mag Ronaldo mehr und ich bin auch der Meinung, dass Ronaldo der komplettere Fußballer ist, aber die beiden sind vom Können her, vom Talent, von wie gut sie als Fußballer sind, komplett auf einem Level. Ja, sie haben nur verschiedene Stärken nochmal und von daher, ja, denke ich, dass sie beinahe auf einem Level sein sollten, aber mich freut auch als Ronaldo-Fan, dass Ronaldo dieses Jahr mal höher bewertet ist, kann man auf jeden Fall auch so rechtfertigen, er hat die EM gewonnen, er hat eine krasse Saison gespielt, Champions League gewonnen und das Ganze, obwohl er ja wieder lange Zeit verletzt war, das vergessen irgendwie viele immer, es heißt immer so, ja, Ronaldo hat nicht so krass gespielt, aber Ronaldo war auch verletzt, das darf man, finde ich, nicht vergessen, aber naja, schreibt auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare, wie findet ihr das, dass es auch zeigt, dass ja, Messi immer nur aufgrund des Vertrages mit EA höher bewertet war oder denkt ihr, dass es nicht so war? Ich bin gespannt, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Das waren die Top 50 Ratings in FIFA 17. Die letzten, beziehungsweise die anderen Ratings werden demnächst erscheinen. Auch da werden wir natürlich irgendwann nochmal einen Blick drauf werfen. Wenn ich wieder zu Hause in Deutschland bin, heute ist Samstag, Montag fliege ich, bald ist es endlich soweit, dann seht ihr wieder richtige Videos. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, FIFA 17 kommt und es wird geil werden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag an dieser Stelle. Passt euch auf, macht's gut. Haut rein und ciao.